Hi zusammen, heute habe ich einen Drogerie-Haul für euch und ich beginne als erstes mit einem Lieblingsteil, das ich mir schon nachgekauft habe und auch schon gewaschen habe. Und zwar ein Turban aus ganz, ganz weichem Material von Evelyn. Und den kann man super gut anbringen. Er hat so eine Schlaufe unten und vorne so einen Knopf. Das heißt, man kann ihn gut anbringen, er hält gut und er ist eben super schonend für die Haare. Es saugt trotzdem auch sehr gut die Feuchtigkeit raus. Das heißt, wenn ihr meine Haarroutine noch nicht gesehen habt, ich werde sie euch in die Infobox verlinken, da seht ihr auch, wie ich das Ganze benutze. Dann machen wir direkt weiter mit den Haaren und zwar habe ich mir neue Haargummis gekauft. Und zwar bei Rossmann, bei For Your Beauty. Und ich habe diese Armbänder, sage ich mal, schon häufiger gesehen und fand die einfach sehr interessant, weil die dekorativ am Handgelenk sind, weil ich da gerne Haargummis anbringe, auch wenn ich so unterwegs bin. Und ich fand die ganz hübsch. Bin mal gespannt, wie gut die in den Haaren halten, aber ja. Das Ding kostet 2 Euro, also es sind 3 Stück dran. Dann habe ich mir nochmal Haargummis geholt und zwar solche dünnen Haargummis ohne Metall. Das ist mir immer ganz wichtig, damit es schonend für die Haare ist. Und auch, sie sind sehr gut dehnbar in 3 verschiedenen Farben. Die benutze ich sehr gerne auch gerade am Abend, wenn ich meine Haare flechte über Nacht oder überhaupt, wenn ich so Flechtfrisuren mache, weil sie eben nicht so dick sind. Dann habe ich mir auch noch bei Rossmann meinen Augen-Make-up-Entferner nachgekauft. Und da habe ich euch ja schon verraten in meinem Aufgebraucht-Video im letzten, dass ich mir nur noch den 2-Phasen-Augen-Make-up-Entferner kaufen werde. Das heißt den ölhaltigen für eigentlich wasserfestes Make-up. Ich benutze kein wasserfestes Make-up, aber der bekommt einfach super gut normales Alltags-Make-up runter. Also auch ganz normale Mascara und so weiter. Bei wasserfest kann ich jetzt nicht viel dazu sagen. Ich habe mal eine ausprobiert, da habe ich es nicht mit runterbekommen. Aber ich glaube, das lag eher an der Mascara. Kaufe ich immer wieder nach. Kostet zwischen 1 und 2 Euro. Ist auf jeden Fall Preis-Leistung top. Und der Turban übrigens kostet, glaube ich, zwischen 2 und 3 Euro. Um die 2,50 Euro circa. Dann habe ich mir hier eine leere Verpackung reingelegt als Erinnerung, um es euch zu zeigen. Das Produkt habe ich jetzt aber leider gerade nicht da. Es geht um Nagelkleber. Und zwar von Fingers. Das gibt es auf jeden Fall bei DM und Müller. Ich weiß nicht, ob es das auch bei Rossmann gibt. Ich schätze mal. Und zwar ist es einfach wirklich Nagelkleber. Und zwar richtig schnell trocknender Ultra-Kleber, kann man sagen. Also es Zeug klebt wie Sau und trocknet, wie gesagt, auch sehr schnell. Das habe ich gekauft, weil jetzt habe ich sie wieder alle ziemlich kurz, weil ich es eben mir zu spät gekauft habe, denn ich habe 2 Nägel, diese beiden an der rechten Hand, Zeigefinger und Mittelfinger, die mir doch öfter mal so die Schichten oben noch immer abgehen und dadurch werden die ziemlich brüchig und reißen dann ein und das möchte ich in Zukunft kleben mit dem hier. So, einmal habe ich es auch ausprobiert, das hat super funktioniert, aber ich habe nur einen Nagel geklebt und den anderen nicht leider. Deswegen ist es alles wieder etwas kürzer, aber naja. Dann habe ich mir ein Deo nachgekauft und zwar dieses hier. Das ist von CD, das Deo ohne Aluminiumsalze in der Richtung Wasserlilie. Und ich mag den Duft erstmal sehr, sehr gern. Und es ist kein Antitranspirant, also es trocknet nicht wirklich, aber ich fühle mich den ganzen Tag frisch damit. Und ich fühle mich einfach sehr wohl damit. So. Und es ist natürlich auch super praktisch, super klein und leicht für die Handtasche. Deswegen habe ich es immer, immer, immer dabei. Und da das andere schon fast leer ist jetzt, habe ich mir einfach nachgekauft. Es kostet unter 1 Euro in der Größe auf jeden Fall. Dann habe ich mir ein super spannendes Produkt gekauft. Und zwar von Maybelline, den Brow Satin in der Farbe Medium Brown. Und das ist der erste Augenbrauenstift zum Rausdrehen, den ich in der Drogerie bis jetzt gefunden habe. Moment. Also der hat 2 Seiten. Einmal hier habe ich jetzt zuerst für euch diese Schaumstoffseite. Man könnte jetzt meinen, der wurde schon benutzt, aber ich habe mir ein paar angeguckt und es sah überall so aus. Ist, glaube ich, einfach so zum Verteilen, so ein bisschen zum Ausmorken. Ich habe ihn noch nicht ausprobiert, bin ich jetzt schon sehr gespannt drauf, wie gesagt. Und auf der anderen Seite ist eben so ein Stift zum Rausdrehen, was ich so, so, so cool finde. Das habe ich schon richtig lang gesucht, seitdem ich den einen von MAC hatte und das ganz gut fand. Den habe ich erst nicht rausgedreht bekommen. Andere Geschichte. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass es den jetzt gibt und ich bin schon sehr gespannt aufs Ergebnis. Der kostet, glaube ich, um die 8 Euro oder so. Das ist ziemlich teuer. Dann habe ich mir so ein kleines Döschen geholt bei DM. Die kosten um die 50 Cent, meine ich. Und ich fand es erstens mal für so ein Apfeldöschen super schön. Und da ich mir in Zukunft ein bisschen was mit Do-It-Yourself wieder und Pflege machen möchte, habe ich es jetzt schon mal mitgenommen. Finde es richtig, richtig klasse, weil da ist auch noch so ein Special-Deckel mit dabei. So ein Verschließdeckel.
Und kann ich mir aber auch sehr gut als Reisedöschen vorstellen, wofür es eigentlich auch gedacht ist. Das heißt, da kann man sich einfach ein bisschen Creme oder so abfüllen. Dann habe ich mir bei Müller dieses Schälchen hier geholt. Weil ich habe ja schon einen Vergleich für euch gemacht zwischen dem Evelyn Eye und dem Original Beauty Blender. Das werde ich euch auch nochmal in der Infobox verlinken. Und ich dachte mir, es gibt einfach so viele weitere Schwämmchen und das würde vielleicht auch andere noch interessieren. Und deswegen habe ich jetzt schon mal den hier gekauft von Müller. Der kostet auch um die 2,50 Euro circa. Und ich habe noch ein paar weitere gekauft, die ich gerne für euch alle vergleichen möchte. Und es dauert nur noch ein bisschen das Video, weil ich gerade sehr viel um die Ohren habe. Aber ich habe sie schon mal gekauft und werde sie natürlich auch definitiv für euch vergleichen. Dann habe ich mir bei Müller ebenfalls noch dieses Teil hier gekauft. Das ist ein Nagellackentferner acetonfrei von Microcell 2000, weil ich ja so begeistert bin von dem Unterlack, weil meine Nägel dadurch viel, viel besser wurden. Selbst die Beine hier, auch wenn sie immer noch nicht optimal sind, aber meine anderen Nägel sind dafür top. Dachte ich mir, wenn das Zeug so gut ist, probiere ich einfach auch mal den Nagellackentferner, weil der nämlich speziell für weiche und brüchige Nägel gedacht ist. Ich habe ihn jetzt schon einige Male benutzt, aber ich denke, ich brauche einfach wirklich die Flasche, um sagen zu können, ob meine Nägel hinterher besser sind. Meine Haut ist auf jeden Fall hinterher nicht mehr so trocken und ich denke mal, es ist dann auch insgesamt schonender und werde euch dann berichten im Aufgebraucht-Video, wenn es eben leer ist. So, da ist übrigens irgendein komisches Vieh an meiner Lampe, deswegen schaue ich da mal so komisch rüber. So, dann habe ich mir hier... Toll, zwei Lappen gekauft, ja. Und zwar benutzen wir diese kleinen Lappen hier oder Handtücher als Handtücher im Bad. Und da die weißen, die wir hatten, jetzt doch nach 2 Jahren nicht mehr ganz so schön aussehen, trotz Waschen natürlich, habe ich gedacht, ich nehme jetzt einfach mal grau. Ganz unempfindlich. Kosten auch nicht viel und ich mag die sehr gerne. Die sind sehr schön weich. Auch wenn man keinen Trockner hat, bleiben die weich und deswegen mag ich die sehr gerne. Die habe ich bei Müller eben gefunden. Dann noch etwas Weiches, so handtuchmäßiges, und zwar ein Mikrofaserreinigungstuch von Rival de Loup, also von Rossmann. Das habe ich schon. Falls ihr mich schon länger guckt, kennt ihr das schon von mir. Und zwar ist es so gut, dass ich mir nochmal gekauft habe, dass wenn eins in der Wäsche ist, dass ich einfach ein zweites habe. So, und das benutze ich einfach sehr gern zum einen, um meine Poren zu öffnen. Wenn ich wirklich intensiv mein Gesicht reinige, mache ich das warm unter warmem Wasser, lege es kurz drauf, damit die Poren aufgehen. Ist einfach so angenehm und auch so zum Abwaschen manchmal fühlt sich einfach gut an, reinigt gründlich, einfach toll. So, und es kostet, glaube ich, zwischen 2 und 3 Euro. Dann habe ich mir auch noch dieses Teil hier gekauft, diesen Viererpack. Von diesen Schwämmchen. Ich habe die normalerweise ja immer von DM, von Evelyn und für die Klasse. Jetzt bin ich gespannt, ob die hier genauso gut sind. Sie sind, glaube ich, ein bisschen größer und eben in Viererpack waren insgesamt dann auch günstiger. Kosten, glaube ich, 2,50 Euro, wenn ich es gerade richtig sehe. Und ja, es sind pflanzliche Schwämmchen, mit denen ich auch gern meine Gesichtsreinigungsmilch nochmal so richtig gründlich abnehme. Ja. Dann habe ich mir einen Nagellack gekauft. Und zwar nicht irgendeinen, sondern von einer neuen Marke. Ja, ich weiß nicht, ob ihr das schon alle mitgekriegt habt. Ich habe es auch erst vor kurzem mitbekommen durch die liebe Nadine vom Kanal Empathy25, dass es das jetzt tatsächlich auch gibt. Und zwar bei DM gibt es Trend It Up. So, das ist eine neue Marke, ich glaube von DM. Und die hat so ungefähr die Preise von P2. Und es ist eine schmale Theke bei uns zumindest. Und die Auswahl ist toll. Es sind überall so bei den Nagellacken auch die Testnägel, wo man so den Finger drunter halten kann. Und da hat mich diese Farbe hier angesprochen. Wenn auch nicht im Fläschchen, aber auf dem Testnagel. Ist so ein holographischer Lack. Und das ist die Nummer 040. Ich bin schon sehr enttäuscht, dass es keinen richtigen Namen hat, das Ding. Aber ja, bin ich gespannt, wie das dann auf den Nägeln aussieht und wie man den auch wieder abbekommt. So, dann habe ich meine Haarfarbe nachgekauft. Ja, ihr kennt mich, ich benutze schon seit Jahren, ich bin super zufrieden damit und benutze jetzt zum dritten oder vierten Mal Ansatz nachfärben, also das heißt so die ersten 5-6 cm, die Farbe 6.0, davor hatte ich ja 7.0 und ganz früher mal die 8.0, das ist jetzt hellbraun. Und ich fühle mich so viel wohler damit. So langsam sieht man es jetzt auch. Und wenn ich mir damit eben den Ansatz färbe, finde ich es einfach nur schön. Davor war es so ein bisschen zu hell. Und ich bin jetzt einfach ultra glücklich. Und deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich ja mittlerweile jetzt mit Ulja zusammenarbeiten darf. Das heißt, ihr findet auf dem Kanal von Ulja jetzt mittlerweile 2 Videos von mir. Und bei dem zweiten geht es jetzt auch um meine Haarfarbe. Das heißt, wie ich sie gefunden habe. Da seht ihr auch so 2, 3 Bilder, was ich schon ausprobiert habe mit meinen Haaren. Unter anderem war ich da strohblond. Wenn euch das interessiert, dann schaut in die Infobox. Werde ich euch das Video auf jeden Fall verlinken. Und grundsätzlich, es greift meine Haare nicht an.
Die Nuance ist toll, es ist nicht gelbstichig, nicht zu kühl. Ich bin einfach nur froh. Dann habe ich hier ein Produkt. Oh mein Gott, ich halte es noch nicht nah an die Kamera, damit ihr noch nicht seht, um was es geht. Und zwar ist es ein Catrice-Produkt. Und das gab es jetzt über ein Jahr lang, glaube ich, nur in der langen, großen Catrice-Theke bei Müller. Und da warte ich jetzt schon drauf, dass unser Müller die mal aufbaut, tut er aber nicht. Und ja, da war ich sehr traurig, weil ich eigentlich nur die lange Theke wollte wegen dem einen Produkt. Und jetzt dachte ich mir gestern so, ich gehe einfach mal zu DM und guck mal bei Catrice. Und jetzt stotter ich schon. Tatsächlich gab es das Produkt jetzt auch in der kurzen Theke. Für manche vielleicht jetzt enttäuschend, was ich für ein Drama um dieses Produkt mache. Das ist Lash Boost Lash Growth Overnight Serum. So, ich habe nämlich eins von Alverde und das finde ich schon richtig gut. Das pflegt meine Wimpern toll, die werden irgendwie voller und länger. Ich habe es jetzt abgesetzt und eine Zeit lang nicht benutzt und dann ging es wieder zurück. Also es war wirklich ein Effekt da. Und deswegen wollte ich jetzt von Catrice das Ganze mal ausprobieren und war einfach so neugierig, das für euch zu testen. Ja, und für mich zu testen, dass ich mich so gefreut habe, dass es jetzt gibt. Und es ist aber nicht so günstig. Kostet um die 4 Euro, glaube ich. Und ja, dann war das mein Drogerie-Haul. War alles mit dabei. Rossmann, Müller, DM, für jeden was dabei. Und schreibt mal in die Kommentare, was ich mir auf jeden Fall demnächst angucken sollte, was ihr ganz neu für euch entdeckt habt und total begeistert seid. Was würdet ihr empfehlen? Schreibt es mal in die Kommentare. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!